Jean de Buffet wurde 1901 in Le Havre, der zweitgrößten Hafenstadt Frankreichs, geboren und starb 1985 in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Nach seinem Abitur besuchte er die Malkurse an einer berühmten Kunstakademie in Paris, der Akademie Julien, die er jedoch nach sechs Monaten wieder verließ. So er überhaupt immer wieder in seinem Leben mit der Kunst anfing und dann wieder aufhörte. Stattdessen arbeitete er als Weinhändler und Kaufmann. Oder er stellte Masken und Marionetten her. Als Jean Dubuffet im Alter von 41 Jahren wieder anfing zu malen, nannte er als Grund Ich liebte Bilder, wie Kinder sie malen. In dieser Art wollte ich arbeiten. Und nur zu meinem eigenen Vergnügen. Jean du Buffet reiste auch sehr gerne. Zum Beispiel nach New York. Hier lebte sein Lieblingsmusiker, Duke Ellington. Er war ein berühmter amerikanischer Jazzmusiker. Jean Dubuffet war ein großer Fan der Jazzmusik. Im Dezember 1944 malte er gleich drei Bilder, die Jazzbands zeigen. Eines dieser drei Bilder ist dieses: Es heißt Jazzband Black Chicago. In der amerikanischen Stadt Chicago klang die Jazzmusik ein wenig anders als in anderen Städten. Ein besonderes Merkmal war das Saxophon. Das Saxophon tritt nämlich im Chicago Jazz das erste Mal als wichtiges Instrument auf. Man kann es auch hier im Bild erkennen. Welche Instrumente erkennst du noch im Bild? Einen Kontrabass und eine Gitarre, ein Klavier und eine Trommel. Auch eine Trompete und eine Klarinette kann man erkennen. Bestimmt ist dir schon aufgefallen, dass die Gesichter alle ähnlich und sehr einfach gemalt sind. Auch die Figuren haben die gleiche Form. Das Klavier ist wie nach vorne geklappt gemalt worden, als wäre es eine Wand. Vielleicht sagst du dir, das Bild sieht aber nicht sehr professionell aus. Jean Dubuffet wollte gar nicht perfekt malen. Im Gegenteil, er fand gerade die Bilder schön, die Kinder oder Menschen malen, die vorher kein Malunterricht hatten, die spontan drauf losmalen, weil es ihnen Spaß macht. Das hat Jean Dubuffets Kunst mit der Jazzmusik gemein. Denn auch dort spielt man einfach drauf los, ohne in die Noten zu gucken. Man nennt das Improvisieren. Jetzt bist du dran, bastle deine eigene Gitarre und lass dich von der Musik inspirieren. Mach's wie Jean du Buffet. Du brauchst einen Pappkarton mit Deckel, zum Beispiel einen kleinen Schuhkarton, eine Papprolle, zum Beispiel von Geschenkpapier, Küchenrolle oder zwei gut mit Tesafilm oder Kreppband zusammengeklebte Klopapierrollen gehen auch. Sechs möglichst lange Gummibänder. Eine Schere oder einen Cutter. Klebeband. Zwei Holzstäbe. Zum Beispiel übrig gebliebene Eisstiele oder Schaschlikspieße. Zur Not gehen auch zwei Bleistifte. Farbe. Buntes Papier und Stifte. Und so geht's. Als erstes zeichnest du mit einem großen Glas einen Kreis in die Mitte des Kartondeckels vor. Diesen schneidest du dann mit der Schere oder dem Cutter aus. Achtung, Cuttermesser sind sehr scharf. Frag am besten einen Erwachsenen um Hilfe, damit du dich nicht schneidest. Nun an einer der zwei schmalen Kartonseiten mit dem Stift einen Kreis mit der Paprolle vorzeichnen und dann ebenfalls ausschneiden. Durch dieses wird nun die Paprolle geschoben. Wenn sie zu locker sitzt, fixiere sie mit etwas Klebeband. Als nächstes den Deckel auf den Karton setzen. Dann die Holzstäbe einander gegenüber neben die Öffnung kleben. Wenn du willst, kannst du jetzt noch den Karton verzieren und bemalen. Zum Schluss die sechs Gummis über den Karton spannen, sodass sie auf den Holzstäben liegen. Durch unterschiedliches Spannen Kannst du deine Gitarre stimmen. Dafür einfach die Gummibänder straffen und auf der Rückseite verknoten. Fertig ist die Schukator-Gitarre. Mit dieser Technik kannst du auch eine Geige, ein Kontrabass oder ein anderes Seideninstrument basteln und deine eigene Band gründen. Diese kannst du anschließend in einem Bild porträtieren, so wie der Buffet. Viel Spaß dabei!